Du hast bestimmt nicht so viel Zeit, oder? Aber das ist nicht so schlimm. Denn du kannst viel mehr lernen, als du glaubst, zu Hause in deinem Garten. Heute werde ich dir genau zeigen, was du im Garten tun könntest. Das dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Das kann jeden Tag gemacht werden. Wenn du ein Netz hättest, das wäre super. Aber im Notfall könntest du das auch ohne Ball. So, lass uns loslegen. Dein Training kann wie immer mit der Aufwärmung anfangen. So, ja, es ist gut, dass du die Muskeln warm bekommst, damit du dich nicht verletzt. Aber gleichzeitig ist das Training für den Golfschwung. Was meine ich? So, wenn notwendig, jogge auf der Stelle oder renne einmal um dein Haus herum ein paar Mal, damit dein Herz ein bisschen schneller klopft. Dann mache sowas. Ich lege den Schläger auf die Schultern. Das Erste, was du siehst, ist, dass ich so stehe, als ob ich jetzt schlagen würde. So, immer in der Standposition sein. So, hier mache ich mehrere Dinge. Ich verlage mein Gewicht. Ich drehe meine Schulter auf eine Ebene. Ich bleibe mit meinem Körper in der Achse. Ich drehe mich um meine Wirbelsäule. Und du wirst sehen, dass ich, also du siehst, die Ferse ist in der Luft. Und dann kann ich meine Hüfte mir bewegen, was ich auch möchte beim Schwingen. Aber ich drücke die Ferse in den Boden, bevor ich mich drehe. So, ich arbeite von unten nach oben. Hier ist noch eine Übung. Ich halte den Schläger in der Hand, stütze so ab. Ich bücke mich nach vorne, wieder in der Golfhaltung. Und ich schwinge. So, meine rechte Hand macht das, was sie während des Schwunges machen würde. Sie geht nach oben. Ich verlage das Gewicht, senke den Arm dabei. Und jetzt, was ganz genial ist, ich bin jetzt gezwungen, gebückt zu bleiben und mein Arm schwingt unter meine Brust durch und mein Hinten ist rausgesteckt. Jetzt habe ich viel Platz, von innen an den Ball zu kommen. So, was mache ich jetzt? Jetzt schwinge ich einhändig. Ich verlagere mein Gewicht. Du merkst, ich lasse immer die Fersen hochkommen, weil das hilft mir bei der Verlagerung und beim Timing. So, Ferse runter, runter mit der Hand. Und was sehr gut ist, weil so viele Golfer fest sind mit den Händen, vor allem mit der rechten Hand. Und jetzt löse ich den Winkel zwischen Schaft und Arm. Und ich mache das rechtzeitig, weil ich erst die Ferse reindrücke, dann passiert das. Und so bin ich im Treffmoment so. Der Schaft ist gerade. Wenn ich erst die Hand nehmen würde, würde ich löffeln. So, die Sonne scheint ziemlich viel zurzeit in Berlin. So, das Gras im Garten haben wir erstmal wachsen lassen, was ganz gut für mein Training ist, weil jetzt kann ich verschiedene Lagen beim kurzen Spiel trainieren. Und das ist super wichtig, weil viele Grüns haben Vorgrün und dann ein fettes Semiraff. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Schlag. So, ich lege jetzt drei Bälle hin. Einmal liegt der Ball ganz tief. Dann werde ich einen Ball auf kurzen Rasen hinlegen. Das ist eine ganz normale Lage, wie auf dem Vorgrün, auf dem Fairway. Und dann lege ich einen Ball hin, dass der Ball ganz oben liegt. Ja, der Ball ist fast wie aufgetiet. Fangen wir mit der normalen Lage an. Und das ist jetzt die Gelegenheit für mich und für dich, die Technik zu trainieren und herauszufinden, was notwendig ist, dass wir diesen Ball sauber treffen. Wir wollen einen knackigen Ballkontakt haben. Erste Sache, die wichtig ist, ist dein Stand. Schön enge Füße. Ball, Hände, Brustmitte, Nase, eine Linie. Und du siehst jetzt, dass meine rechte Schulter ziemlich tief ist. Ich möchte möglichst die Schulter auf eine Höhe haben. Und da habe ich eine geniale Übung. Und die sieht so aus. Du merkst, ich greife den Schläger falsch rum, wie ein Linkshänder. So, das solltest du bitte auch tun. Erst so greifen, dann normal greifen, ohne diese Schulter zu senken. Und jetzt sind die Schulter einigermaßen auf eine Höhe. Und das ist super, weil der fette Schlag wird so verhindert. Und dann zum Schwung möchte ich einen schönen gleichmäßigen Schwung haben. Den Schläger habe ich extrem locker in der Hand. Was wir tun müssen, ist ja, den Ball rechts von der Mitte haben, das Gewicht auf der linken Seite und stehe bitte breit beinig. Okay, so vom Schwung her werde ich ihr nach außen ausholen
und nach unten schwingen. Und der Schläger wird das machen, was er machen möchte. Ich weiß, dass ich jetzt den Ball nicht zuerst treffen werde, so ich schwinge einfach nach unten. Ich werde den Schläger stoppen lassen und ich lasse den Ball rausfliegen. Blatt ist offen. Ich habe übrigens einen 58 Grad Wedge. So, jetzt liegt der Ball oben. Ich werde den jetzt etwas weiter vorne im Stand haben. Das Blatt ist immer noch offen. Ich ziele ein bisschen nach rechts, schwinge ein bisschen mehr um meinen Körper und ich lasse den Schläger etwas sich schließen. Das ist notwendig, damit der Eintreffwinkel recht flach ist. Ich will nicht von oben nach unten schwingen. Das Gefühl ist jetzt eher so ein kleinen Draw zu spielen. So, folgendes trainiere ich sehr gerne zu Hause. Ich möchte jetzt den flachen Ball trainieren, den Punch, den man so oft braucht, wenn du wie ich manchmal im Wald irgendwo stehst und den flach rausschlagen möchtest. Oder wenn du in den Wind schlagen möchtest, wenn die Lage schlecht ist. Diese Technik ist notwendig. So, ich werde jetzt nicht zu wild sein. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Aber ich mache die Dinge, die ich mache beim Punch. Ich halte den Schläger ein bisschen tiefer. Ich winkele ein bisschen beim Ausholen. Ich gucke, dass meine Hände vorne bleiben, dass mein Gewicht vorne ist, dass ich mich schön rotiere und dass ich beim Durchschwingen das nicht zulasse, dass der Schlägerkopf die Hände überholt. Und das mache ich jetzt ganz, ganz langsam. Ich habe übrigens, oh, das war ein bisschen zu flach. Ich habe übrigens ein Eisen 4 in der Hand. Und ja, der Ball wäre locker 80, 90, 100 Meter mit Rollen gewesen. Du hast bestimmt so ein Ding zu Hause, ein Alignment Stick. So, so hilfreich. Und diese Übung kennst du wahrscheinlich. Ich werde sie aber kurz vormachen. Gucke beim Ausholen, dass du nah an deinem Alignment Stick vorbeischwingst. Das ist wichtig, nicht gleich nach da. Und natürlich beim Abschwingen unten bleiben. Du hast gesehen, beim Ausholen habe ich das Ding sogar getroffen. Das ist gut, weil was ich mir vermeiden möchte, ist dieses nach hinten. So vorne und unterhalb bleiben. Und wenn du ein Hooker bist, dann reicht es, wenn du einen Alignment Stick aufrecht in den Boden tust. Ich möchte den Ball knapp an den Alignment Stick vorbeischwingen. Aber ich möchte das vermeiden, was ich als Hooker tun würde, wenn ich ein Hooker wäre. Und das ist zu sehr nach rechts durchzuschwingen. So ja, man kann auch zu sehr nach rechts schwingen. Und mit dem Stick da bin ich gezwungen, mir mal nach links durchzuschwingen, was ideal ist für jemand, der hookt. So, jetzt kommt wahrscheinlich das wichtigste Teil dieses Videos. Es geht um Richtungswechsel und was du da im Treffmoment machst. Zwei Schlüsselmomente des Schwunges. So, mach das erstmal trocken. Ich habe hier ein Eisen 6 in der Hand und das erste, was ich tun möchte, ist gucken, dass mein Schlägerkopf außerhalb meiner Füße ist. Das erzähle ich immer in meinen Videos, aber das ist so, so wichtig, damit du hier in eine vernünftige Position im höchsten Punkt des Schwunges kommst. Du möchtest das Gefühl haben, dass du den Schläger etwas legst, dass der Schläger etwas nach links zeigt. Aber wie schafft man das? Es ist zu spät, wenn du Rückschwung denkst und dann die Position. Du musst schon an die Position denken, während du den Rückschwung machst. So, mein Gedanke ist, Schläger vorne und hier oben versuche ich, das Gewicht des Kopfes zu spüren, wie der Schläger das macht. Und wie sehe ich dann oben aus? Sehe ich so aus? Nein. Wenn ich das richtig mache, dann ist mein Schaft in der optimalen
Position auf der Ebene. Das Griffende zeigt auf die Verlängerung der Ballziellinie. Und das ist eine gute Position. Ellbogen ist etwas rein. Und das Blatt ist so, dass die Kante der Schlagfläche parallel ist zum linken Arm oder leicht geschlossen ist. Der Handrücken ist auch schön gerade. Das sind aber Kleinigkeiten. Und so kommst du in diese Position statt diese Position gekreuzt. So, jetzt Abschwungteil. Und du wirst sehen, dass alles verbunden ist und alles muss ziemlich gleichzeitig passieren. Perfekt für zu Hause, oder? Und perfekt für ohne Ball. Da hat man Zeit, man kann denken. Und das Ziel ist, das so oft wie möglich zu machen, dass es nachher auf dem Platz automatisiert ist. So, das denke ich. Und während der Schläger das macht, spüre ich, wie mein Gewicht nach links verlagert wird. Aber jetzt erzähle ich etwas, was ich vor ein paar Wochen in Irland erzählt habe. Sehr, sehr wichtig. Du musst gucken, bei der Verlagerung, dass du das rechte Knie vom Gefühl her rausgedrückt hast. Ein bisschen wie ein Cowboy. Der drückt sich nach da. Wenn du das Knie beim Abschwingen zu sehr in diese Richtung bewegst, kann es leicht passieren, dass du dann zu viel Gewicht auf der linken Seite hast und dann ist die Drehung nicht möglich. Man ist blockiert. So, beim Abschwingen, bei der Verlagerung, lass das Knie vom Gefühl her nach da zeigen und du wirst dann merken, durch den Ball, und ich möchte, dass du es auch übst, wenn du dann den Boden verwendest von hier und nach oben drückst, dann wirst du dadurch wirklich die Hüfte aus dem Weg bekommen. Und du wirst einen viel weicheren Eintreffwinkel haben, deine Divots werden nicht so tief sein, und du wirst die Hüfte mehr öffnen, wenn du die verschiedenen Teile genügend trainiert hast, wirst du alles kombinieren können. So, Schläge vorne, abflachen, Gewicht nach links, Knie zeigt nach da, drückt nach oben und du wirst sehen, dass der Fuß oft das macht. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Also ich hoffe, dass du jetzt gleich in den Garten gehst mit deinem Schläger und diese Übung machst. Das Wichtigste ist, dass du es regelmäßig in der Woche tust. Vielen Dank für das Zugucken. Und wenn du möchtest, teile bitte dieses Video mit deinen Freunden. Das hilft mir sehr. Tschüss!